Hallo zusammen, heute in der Review der ISTT D2 Dual Charger. Das erste Ladegerät von ISTT mit integriertem Netzteil habe ich euch heute mitgebracht. Es ist ein 200 Watt 10 Ampere Dual Charger, das heißt, man kann zwei Akkus gleichzeitig laden, man braucht dazu kein Balancer Board, nichts weiter vonnöten. Wir schauen uns das Ganze heute mal an. Wir werden mal ein paar Akkus probeladen, ob die Leistung denn auch rübergebracht wird. Und wir gucken uns an, ob das Ding laut ist. Ich habe schon mehrere Ladegeräte von ISTT, unter anderem auch den SC620, ein 500 Watt Ladegerät. Allerdings braucht man hier eine entsprechende Quelle, also zum Beispiel ein Servernetzteil nochmal extra oder einen fetten Lipo, zum Beispiel ein 6S Lipo, um auch unterwegs hiermit zu laden. Dort ist auch immer nochmal ein USB-Ladeport, falls man hier über USB was laden muss, und bis zu 6S kann hier geladen werden. Ähnliches erwarte ich hier auch im D2, allerdings ich brauche kein externes Netzteil, also ideal für zu Hause. Wir schauen einmal auf die Verpackung, nichts groß dran, wie immer sehr schlicht gehalten, das Ganze von ISTT. Einzigen wichtigen Dinge hier, die ganzen CE, FCCC, OHS und so weiter, Zeichen sind alle drauf. Die entsprechenden Zertifikate, falls es tatsächlich jemand interessiert, gibt es auch direkt bei ISTT. Da gab es ja schon in der Vergangenheit jetzt irgendwie Probleme. Meiner kommt hier von Gearbest, kam nach 10 Tagen wie immer problemlos hier an. Wenn ihr dort bestellt, habt ihr wie ich keine Probleme damit. Das Zeug kommt einfach an und fertig. Preis müsst ihr immer mal gucken. Es gab jetzt vor kurzem eine ziemlich geile Preisaktion, wo das ganze Teil, jetzt muss ich lügen, irgendwie um die 70 Euro gekostet hat. Aktuell wieder um die 90 Euro, glaube ich. Für ein Dual-Ladegerät mit integriertem Netzteil absolut okay. Ihr werdet sehen, die Inhalte der Packung sind tatsächlich überschaubar. Wir haben hier eine schöne Anleitung mit allen technischen Daten, mit allen Anschlüssen, die vorhanden sind. Und das sind die Ladebuchsen, die Balancer-Buchsen, ein USB und ein Link-Anschluss für die Firmware-Updates. Und wenn wir jetzt uns das angucken, eine Taste für links, eine Taste für rechts, also für die zwei Kanäle, die dort beladen werden, und hier das Scrollbar bzw. die Bestätigungstaste. Mehr ist tatsächlich nicht vonnöten. Jetzt gucken wir noch mal rein. Also das Teil hier, wirklich schick schmal. Jetzt gucken wir noch mal in die Verpackung, was da noch drin ist, und ich glaube, das war schon. Also ein bisschen Pappe. Und dann ein Ladekabel. In dem Fall, weil es die internationale Version ist, kommt hier ein US-Stecker mit. Könnt ihr natürlich nicht gebrauchen, deswegen könnt ihr entweder, habt ihr so einen Reiseadapter, oder ihr nehmt von einem alten CD-Player, von irgendeinem kleinen Gerät, Elektro, irgendein Radio oder was auch immer. Das ist dieser Stecker, absoluter Standardstecker. Ich wette mit euch, ihr habt da bestimmt 5 Kabel zu Hause rumfliegen, die ihr dort verwenden könnt. Absoluter Standardstecker könnt ihr hier verwenden. Macht also keine Probleme und ihr spart ein paar Euro an der Stelle. So, genau, das gucken wir uns gleich noch an. Dann nochmal das Ladegerät an sich. Das heißt, betrieben werden kann das ganze Teil mit 100 bis 240 Volt. Das heißt, auch wenn ihr den mal mit in Urlaub nehmt, irgendwo in den USA seid, könnt ihr ihn verwenden. Genauso natürlich hier auch im europäischen Netz. 200 Watt, entsprechend 200 Watt beschreibt die Leistung. Das heißt, je nachdem, wie viel ihr an Spannung abgeben werdet, also das heißt, wenn ihr einen 6S Akku laden werdet, werdet ihr mit weniger Leistung laden können, als wenn ihr zum Beispiel ein 2S-Akku ladet. Das hängt einfach
mit der Leistungsfähigkeit zusammen. Spannung, Ampere, Watt spielt da eine Rolle. Die Formel könnt ihr im Physikunterricht nachfragen. Letzten Endes werden wir es einfach hier ausprobieren, da muss man nicht groß rechnen. Und wir schauen uns an, wie viel Power das Teil hier wirklich angibt. So, dann nochmal hier auf der linken Seite der USB-Anschluss. Und ich meine, bis 2 Ampere gehen hier raus. Ja, 2,1 Ampere, 5 Volt. Das heißt, ihr könnt auch mal darüber ein Tablet oder so laden. Von den unterstützten Akkutypen haben wir LiPo, also das, was wir in unserem Hobby hier benutzen. Dann haben wir Lithium High Voltage. Das ist, wenn ihr Akkus habt, die 4,3 Volt pro Zelle vertragen. Ist auch relativ häufig bei den 1S-Akkus vertreten. Ne? So, dann haben wir Li-Fe, ist auch nochmal Lithium Ferrit, keine Ahnung, müsste es sein. Ist auch nochmal ein spezieller Akkutyp, häufig auch bei Sender-Akkus vertreten. Die haben eine ganz querliche Spannung, ist auch wurscht, also geht alles. So, Lithium-Ion, das ist zum Beispiel diese 18650-Akkus, ich habe da mir ja auch einige verbaut, zum Beispiel in der Fernbedienung. Dort ist es zum Beispiel so, da ist die Spannung 4,1 Volt ideal, theoretisch 4,2 Volt, allerdings um eine lange Lebensdauer zu erhalten, ist 4,1 Volt die maximale Spannung, die man laden sollte. Das sind, glaube ich, 90% oder 80% und damit sorgt man dafür, dass diese Akkus sehr, sehr lange halten. Wenn man sie voll lädt, nehmen die Schaden über die Zeit, Verbrauch, bauen ziemlich stark ab. Von daher Lithium-Ion 4,1 Volt. Immer bis 6 Zellen. Und dann ist es so, die standard alten Akkus, wenn ihr so RC-Cars gefahren habt, Nickel-Metallhydrid oder Nickel-Cadmium, bis zu 16 Zellen, das müssten bei 1,2 Volt 32 Volt sein, irgendwas, ja, müsste es sein. Und dann auch genauso Bleibatterien. Dort ist es so 1 bis 12 Zellen, das ist umgerechnet bis zu 24 Volt Bleibatterien könnt ihr damit laden. Das Display, was ihr hier seht, das ist dieses Standard-Display von ISTT. Das ist de facto genau das gleiche, was hier auch dran ist. Ein schönes Farbdisplay. Hier oben drauf ist nur so eine Folie, deswegen ist das so ein bisschen matt. Es glänzt eigentlich noch viel schöner. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt einfach mal ab. Och, damit das... Also ich mache hier keine Kratzer rein, sondern versuche die Folie abzuziehen. So, schön glänzen. Jetzt darf ich keine Dasche mehr dran machen. Also, ein 320x240 Pixel IPS LCD-Display. Mehrfarbig seht ihr gleich. Wichtig dann noch der Temperatur. Bereich, in dem ihr das betreiben könnt. Also wir sind, ich lebe in Norddeutschland, das heißt, wenn wir mal tatsächlich 30 Grad erreichen und Sonne dazu kommt, ist es schon viel. Es kann natürlich sein, dass ihr in schöneren Regionen lebt. Bis 40 Grad ist der Temperaturbereich, der angegeben ist. Das Problem ist einfach, hier drin sind zwei leistungsfähige Lüfter, die ganze Netzteilelektronik kühlen, und wenn natürlich die Außentemperaturen höher sind als 40 Grad, bekommt das Netzteil Probleme. Es kann im ersten Schritt sein, dass einfach die Leistung dann abnimmt. Das heißt, ihr könnt nicht mehr mit voller Leistung laden. Es kann aber sein, dass der auch die Lüfter sehr, sehr laut werden, weil sie mit voller Leistung laufen. Deswegen schaut, dass ihr das Ding nicht in die pralle Sonne legt. Schaut, dass ihr im Temperaturbereich bis 40 Grad bleibt. Genauso auch unter 0 Grad solltet ihr ihn auch nicht betreiben. Wie bei allen elektronischen Komponenten kann das zu Problemen führen. So. Und ansonsten 510 Gramm, also ist relativ handlich massiv. Wenn ich das vergleiche, jetzt habe ich das nicht hier, mit so einem Servernetzteil und einem externen Ladegerät, also das ist wirklich handlich dagegen. Wirklich schön. So, und dann spannend an der Stelle noch von den technischen Daten. Angegeben sind jetzt 10 Ampere mal 2, das teilt sich natürlich auch auf durch die Akkuspannung. Wir schauen uns gleich mal an, was da möglich ist.
Und genauso auch die Discharge Rate. Also falls ihr mal einen Regentag habt und alle Akkus geladen habt, ihr könnt mit maximal 3 Ampere eure Akkus auch wieder entladen. Spannend bei den ganzen ISDT-Netzteilen bzw. Ladegeräten natürlich. Wenn ihr über Balancer-Ports ladet, also balanciert ladet, sorgt ihr dafür, dass die Akkuspannung auf allen Zellen gleich gehalten wird. So, das kann natürlich sein, dass die Spannung unterschiedlich ist zwischen den einzelnen Zellen. Also hier sind ja 4 Zellen zum Beispiel verbaut. Dann soll das Ladegerät diese Zellen angleichen. Bei schwachen Ladegeräten dauert das sehr, sehr lange und deswegen ist dieser balancierte Ladevorgang, der sicher ist und damit die Zellen auch schützt und bla bla bla, dauert sehr, sehr lange, wenn die Leistung auf diesen Balancer-Ports zu gering ist. Hier haben wir maximal 1 Ampere pro Zelle und damit könnt ihr tatsächlich dafür sorgen, dass dieser Balancierungsvorgang relativ schnell ist und die Ladezeit nicht unnötig verlängert wird. Ne? Also wenn ihr mal so ältere Ladegeräte habt und balanciert ladet und dort so Probleme habt, dass so ein Ding teilweise 1,5 Stunden am Werkeln ist, dann liegt das einfach daran, weil ihr die ganze Zeit versucht, die Zellenspannung anzugleichen. Hier geht das relativ fix und meine Erfahrung auch mit den anderen ISDT Ladegeräten, das funktioniert richtig gut, sehr zuverlässig. Auch so, was ich bisher so gelesen habe, an Zuverlässigkeit von diesen ganzen ISDT-Komponenten. Es gibt Probleme, manchmal. Es gibt Montagsgeräte, wie bei allen elektronischen Komponenten auch. Aber ich sage mal, dass Cro wirklich die 95, 97% aller Ladegeräte funktionieren wirklich tadellos. Und das ist wirklich ein guter Schnitt für ein solche Ladegeräte. Da gibt es also wirklich auch teurere Ladegeräte, die öfters ausfallen. Also ich lege eigentlich meine Hand ins Feuer dafür, dass ihr mit so einem ISDT-Ladegerät glücklich werdet. Ne? Ansonsten, der Support ist sehr nett und freundlich. Man kann ihn über E-Mail erreichen. Ansonsten natürlich in erster Linie erstmal euer Händler für euch zuständig, wenn ihr mal ein Problem haben solltet. So, von daher sind wir eigentlich fast am Ende der technischen Information. Ganz wichtig für euch, wenn ihr Chinesisch könnt und mit Englisch nichts anfangen könnt, es ist auch nochmal die chinesische Anleitung dabei. So, dann würde ich sagen, schließen wir mal das Ding an. Ich suche mir jetzt kein anderes Kabel, sondern ich benutze tatsächlich mal den Reiseadapter. Mal schauen, ob das hinhaut, aber ich denke schon. Gut. Also, man steckt hinten das Kabel rein, hofft, dass es nicht funkt. Und an der Stelle habt ihr schon eben gehört, es ist der Lüfter kurz angesprungen. Also er läuft nicht die ganze Zeit, sondern tatsächlich nur unter Last. So, wir sehen jetzt hier, über die Tasten können wir zwischen den einzelnen Kanälen umschalten. Also wenn ich hier einmal drauf drücke, habe ich die Übersicht. Wenn ich nochmal drauf drücke, bin ich auf dem Ladeport 2. Und wenn ich hier drauf drücke, bin ich auf dem Ladeport 1. So, wenn ihr jetzt loslegt und ein Akku anschließt, ich mache das jetzt mal mit meinem fetten 4S 10 Ampere Akku, dann einmal hier an die Buchse, zuerst das dicke Kabel und dann tatsächlich den Balancer-Stecker. So, jetzt dürft ihr nicht irritiert sein. Hier an der Seite ist ein Minus-Symbol und Minus bedeutet hier tatsächlich das schwarze Kabel. Also immer von links ranstecken und selbst wenn ihr mal irgendwie daneben rutscht oder verpolt oder sowas, ich habe das tatsächlich schon mal ausprobiert, es passiert nichts, das Gerät ist geschützt, es geht nicht in Flammen auf, es explodiert nicht, keine Angst. So, wenn ich das jetzt angeschlossen habe, sehe ich quasi schon meine ersten Informationen zu dem Akku. Das heißt, also ich habe 15,3 Volt noch drauf, es ist ein 4S-Akku und meine Zellenspannung ist sehr, sehr gut zwischen 3,82 Volt und 3,83 Volt. Das heißt also super balanciert an der Stelle. Und wenn ich jetzt hier quasi nochmal drauf drücke, sehe ich die Details. Wenn ich hier runter scrolle, sehe ich noch mehr Informationen. Die Umgebungstemperatur von dem Ladegerät sind 27 Grad. Und hier in den Statistiken kann man noch sehen, wie häufig geladen worden ist. So, wenn ich jetzt einmal drauf drücke, kriege ich erstmal eine Fehlermeldung, weil ich sagen soll,
welches Ladegerät oder welche Seite des Ladegeräts ich benutzen möchte. Also ich habe eins ausgewählt, drücke hier drauf und jetzt kann ich quasi das Gerät einstellen. Wenn ihr des Englischen nicht so mächtig seid, könnt ihr die Sprache einstellen. Dazu scrollt ihr einmal zurück und drückt hier länger drauf. Jetzt kommt ihr in das Setup des Ladegeräts, was allgemein gilt. So, da könnt ihr als erstes die Helligkeit einstellen. Entsprechend wird das dunkel oder hell. Im nächsten Schritt die Lautstärke. Wenn ihr also nicht dieses laute Klicken haben wollt, nicht diesen lauten Alarm, könnt ihr hier die Lautstärke runterstellen. Und bei dem Completion Tone ist jetzt auch neu, wie ich gerade sehe, könnt ihr jetzt einstellen, ob der Warnton immer wieder kommt oder nur einmal, wenn er fertig ist. Das kann relativ nerven. Ansonsten, also ich finde das hier ganz praktisch. So, dann kann man den Split Screen noch einstellen, auf automatisch oder manuell. Das erschaltet dann quasi nach einer Zeit wieder auf Split Screen um. Und hier könnt ihr dann die Sprache einstellen, das was wir ja eigentlich vorhatten. Also da sind relativ viele Sprachen dabei, Spanisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Chinesisch und Japanisch. So, und natürlich Englisch. So, ich habe das Ganze mal auf Deutsch gestellt. So, und dann könnt ihr jetzt hier nochmal einmal in die Systeminformationen gucken. Dort würdet ihr dann zum Beispiel sehen, welche Version ihr dort installiert habt. Falls mal ein Firmware-Update verfügbar ist, könnt ihr dann vergleichen. So, mit dem Firmware-Update werde ich mit Sicherheit noch ein Video machen. Von daher braucht ihr jetzt da erstmal nicht drauf achten. Das wird schon so erstmal passen. So, und ansonsten gibt es auch nochmal eine Selbstdiagnose. Und da sollen wir den Akku entfernen. Das machen wir jetzt nochmal. Und lassen das Ganze nochmal loslaufen. So. Genau, ohne Fehler. Das heißt also, falls mal irgendwie Probleme sein sollte, gleich das mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, was er macht, wenn er Probleme findet. Kann man dann ja mal schauen. Ich hoffe, ihr habt diesen Punkt nie im Auge. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Also, Akku wieder ran. Balancer-Stecker ran, immer mit Balancer laden, dann explodiert euch das Ding nicht und fliegt euch nicht um die Ohren. So, das heißt, mein Akku, der kann 10 Ampere maximal und ich glaube sogar mehrfach, ist egal. Also, ich werde jetzt mal alles geben, was das Gerät kann. Ich wähle Kanal 1 aus, drücke einmal drauf, sage die Stromeinstellung und gehe hoch bis 12 Ampere. Das heißt also hier wirklich Maximum ausgewählt, was geht. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie er damit zurechtkommt. So, wir laden jetzt mit einem Akku. Er muss sich das ganze Netzteil nicht teilen. Er geht jetzt hoch. Er hat jetzt diesen automatischen Split-Screen gefahren. Wir sind jetzt bei 4,5 Ampere, 4,6 Ampere. So, über 6 Ampere. So, bei über 6 Ampere springt jetzt der Lüfter an. Ich habe jetzt mal hier auf meinem iPad so eine Lautstärkemessung App laufen. Also wenn wir jetzt direkt dran sind, sind das ja, 70 Dezibel von den Werten kann ich jetzt nicht genau sagen. Also er sagt, in einem Auto, also die Lautstärke, wenn man mit einem Auto fährt oder laut singt, ist man, wenn man jetzt hier direkt dran geht. So, ich gehe jetzt mal weiter weg, also im Abstand von ungefähr einem halben Meter sind wir bei 55 Dezibel. Also normal eigentlich das, was man so auch von anderen Netzteilen kennt an der Stelle. Wir laufen jetzt tatsächlich mit 12 Ampere, also nicht die angegebenen 10 Ampere Stimmen, sondern 12 Ampere maximal auf einem Kanal, die hier rausgefeuert werden, also dass dieser Wert hier stimmt. Und was man jetzt machen kann, während der Akku lädt, man kann sich auch noch Zusatzinformationen holen. Wie
zum Beispiel den Innenwiderstand. Und dort ist es tatsächlich so, umso geringer der Innenwiderstand ist, umso besser ist das für den Akku. Umso höher der Innenwiderstand ist, umso niedriger ist quasi die Leistung an der Stelle. Ich hoffe, ich rede keinen Müll, wenn ich das mache, bitte berichtigt mich. Und kann dann hier tatsächlich auch sehen, wie quasi die Ladezeit ist. Er ist jetzt auf intern 50 Grad hochgegangen und wir laden fast mit 200 Watt an der Stelle. So. Also relativ praktisch. So, was wir jetzt mal parallel ausprobieren, ist tatsächlich nochmal einen fetten Akku mit dran. Also während der eine Akku lädt, komme ich jetzt hin, lade meinen nächsten Akku. So, der ist auch relativ entladen. Stecke ich hier auch wieder den zweiten Akku ran und würde jetzt einfach hergehen, auf 2 gehen, meine Maximalanzahl auswählen. Hier ist jetzt quasi das eingestellt vom ersten Akku und das passt jetzt einfach mal. Ich mache jetzt mal einfach Aufgabe starten. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Last hier verteilt. So, und wir sehen jetzt auf der linken Seite ist die Stromstärke runtergegangen. Auf der rechten Seite ist sie hochgegangen. Also hier sind wir bei 6 Ampere, 7 Ampere. Oh, das ist doch ganz ordentlich. Also es pendelt sich so ein um die angegebenen 12 Ampere. Und woran er jetzt entscheidet, welchen Akku er mit welcher Leistung lädt, kann ich momentan nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass er den Akku, der schneller voll ist an der Stelle, wahrscheinlich als erstes lädt. Wäre jetzt meine Vermutung. Hm? Genau, ich kann jetzt hier auch wieder die Details einblenden zu Kapazitäten, also hier mit 150 Watt und der Akku ist dann auch relativ schnell voll. So, ich mache jetzt mal Stopp. Dafür wähle ich jetzt quasi den Kanal aus und kann jetzt hier zum Beispiel die Stromstärke begrenzen. Jetzt mache ich mal auf 1S. Und jetzt müsste er auf der linken Seite quasi wieder mit voller Power den anderen Akku, soweit er möglich ist, laden. Ne? Also relativ intelligent das Ganze. Praktisch auch quasi, wenn man einen großen Akku hat, der sehr lange lädt, kann man trotzdem einen kleinen Akku mal eben schnell vollladen und im Hintergrund lädt er quasi den großen Akku weiter. Wenn ich da noch mehr Informationen habe zu dieser Ladelogik, versuche ich das dann noch in den Kommentaren zu aktualisieren. So, von daher, ich mache jetzt nochmal Stopp, damit es jetzt auch wieder ein bisschen leiser ist und kann jetzt hier nochmal schauen. 44 Grad, 46 Grad, also man muss sich das vorstellen wie zwei Kanäle, man hat auch hier zwei Lüfter an der Stelle, wirklich separat beides nur über ein Menü gesteuert. So, von daher, das war es eigentlich schon zum ISDT D2 an dieser Stelle. Von meiner Seite Daumen hoch. Für mich ist es tatsächlich auch so, er wird hier im täglichen Einsatz das Servernetzteil und meine Uraltlader von Turnigy wahrscheinlich zum Großteil ersetzen. Weil ich liebe einfach diese Menüführung, sie ist super einfach, sie ist sehr zuverlässig, man kriegt die ausreichenden Informationen und man hat hier auch ein sehr schönes, kompaktes Gerät. Ne? Und für den mobilen Einsatz empfehle ich euch tatsächlich einen von den Ladern zu holen, die
über extern betrieben werden. Da kriege ich auch demnächst den Q6 noch. Das ist der neueste Spross von den mobilen Ladern. Ich glaube 16 Ampere liefert er dann, wenn man natürlich eine ausreichend starke Stromquelle hat. Und ansonsten kann man natürlich auch hier sowas benutzen. Hatte ich mir ja auch zugelegt, gerade fürs Reisen, als es quasi den noch nicht gab für die mobilen Netzteile. Liefert 160 Watt, ist also ideal und kann hier dann quasi einmal die Spannung liefern. Vorteil bei dem hier, es ist absolut leise, weil kein integrierter Lüfter. Dafür nur 160 Watt. Ja, ne? Also, tolle Sachen von ISTT. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Und ansonsten habe ich dann unten noch die Links zu dem Lader. Kurzer Hinweis, das sind Affiliate-Links, sogenannte Affiliate-Links. Die sorgen einfach dafür, dass erstens mein Video getrackt wird, ob das erfolgreich ist, ob das natürlich interessiert. Und ich sammle quasi Punkte, die ich dann wieder auch einlösen kann gegen neue Produkte, wenn mich was interessiert. Wenn ich was für Reviews haben will, kann ich das dann auch machen. Neben den Sachen, die ich hier auch regelmäßig geschickt bekomme, kann ich mir natürlich dann auch mal Sachen aussuchen für das Hobby. Von daher, wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft über diese Links. Ihr bezahlt nicht mehr, gegebenenfalls kriegt ihr über den Coupon, zum Beispiel Snappy FPV, 18% bei GearBest, sogar noch einen ordentlichen Rabatt. Von daher, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, vielen Dank an die vielen Follower. Wenn ihr Ideen, Fragen, sonst was habt, schreibt mir einfach. Ich helfe gerne weiter. Bis dahin, schönen Abend, tschüss euch!